Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Floyd. Aufgepasst, ja, euch erstmal. Mann, sei doch still. Danke. Ja, erst einmal euch allen ein schönes neues Jahr. Auf das im Jahre 2014 all das, was ihr euch schon für 2012 und 2013 vorgenommen habt, endlich mal klappt. Ja, zumindest geht es mir so. Obwohl ich ja sagen muss, dass 2013 tatsächlich für mich noch einiges dann geklappt hat zum Ende hin. Ja, gut, okay. Und dann gibt es auch so noch ein bisschen was zu erzählen. Also zum einen habe ich jetzt hier in der Testaufnahme ein bisschen im Menü rumgespielt. Nämlich hier mit dem Set-Knopf. Und habe die Objektbezeichnungen angeschaltet. Und, ach so, nein, ich habe sie nicht... Ich habe sie zwar vorhin mal angeschalten, aber ich habe es natürlich nicht gespeichert, deswegen sind sie jetzt wieder aus. Gut, dann schalten wir sie einfach mal an. Das macht es nämlich schon mal einfacher und es ist, wie ich finde, jetzt nicht unbedingt so, dass man dadurch irgendwie cheatet oder so. Wir setzen lediglich den Schwierigkeitsgrad ein wenig nach unten. Und nachdem ich ja das letzte Mal wieder irgendwie dann noch eine Dreiviertelstunde oder so rumgesucht habe und fast alles nochmal irgendwie hier auf Drogen quasi ausprobiert habe, weil ich dann dachte, dass er dann quasi seine Hemmungen fallen lässt und nicht mehr auf diese blöden Weisungsvorschriften achtet. Ja, es war sehr anstrengend. Ich habe jetzt allerdings die Lösung des Problems. Und dann kann man jetzt hier in Z noch den Info-Knopf anschalten. Gut, der ist jetzt noch aus. Ich hatte ihn vorhin mal an. Das bedeutet jetzt, dass man hier auf Info dann ja, Informationen bekommt zu dem, was man halt tun muss. Also es ist jetzt zumindest das, was vorhin da stand, bedeutet jetzt nicht, dass es irgendwie jetzt sonst wie ein großer Tipp wäre oder weiß ich nicht, oder die Hälfte des Rätsels schon lösen würde. Also es stand halt einfach nur da, dass wir irgendwo einen Ort finden müssen, wo wir uns umziehen. Das wussten wir ja schon vorher oder haben wir uns zumindest zusammengereimt sehr schnell. Und ja, es sagt uns also quasi so ein bisschen so die Hauptaufgabe, woran wir quasi knobeln müssen. Und ja, da ich jetzt im Moment weiß, wie es weitergeht, lasse ich den jetzt auch einfach aus. Aber falls wir irgendwann mal nicht weiterkommen, was wahrscheinlich wieder schneller passieren wird, als ich das mir vorstelle, dann schalten wir ihn einfach mal an und dann werden wir einfach mal weitersehen. So, das ist das. Genau. Und was noch dazu kommt, ich habe das hier schon mal gemacht. Ich weiß, ich habe versprochen, das nicht mehr zu machen, dass ich eine Aufnahme mache, die dann verwerfe und quasi wieder eine neue mache. Vor allen Dingen, wenn ich ein Spiel blind spiele, ist das ein bisschen doof. Aber ich habe das irgendwie so unter Pflichtgefühl getan. Das sagt ein Pillenshop-Eingang, okay. Omni-Werbung. So unter Pflichtgefühl und ich war eigentlich total müde und es war total anstrengend. Also ihr werdet gleich sehen, was jetzt kommt, was ich meine. Dass ich auch irgendwie, also ich war dann nach einer Viertelstunde eigentlich schon total platt und wusste nicht mehr, was ich erzählen soll. Dann ist euch ein Platz hier und im deswegen mache ich das jetzt nochmal. Genau. Gewiss. Und wisst ihr, was wir jetzt tun müssen? Wir hatten ja schon den Verdacht, dass es irgendwas mit dieser Vitfohlenzelle zu tun haben könnte, mit dem Umziehen. Ja, wir müssen den Laborkittel mit der Vitfohlenzelle benutzen. Ist es nicht toll? Tada! Ja, ist es nicht toll. Er hätte auch irgendwas, weiß ich nicht, irgendwas sagen können dazu, wenn man die Vitfohlenzelle benutzen will, anstelle von, er kann sich keine Nummern merken. Ich wäre die Vitfohlenzelle nicht allgemein, ja. Also ich meine, okay, man hätte vielleicht drauf kommen können. Ich bin jedenfalls nicht drauf gekommen, dass man die Jacke mit der Vitfohlenzelle benutzen soll. Oh Gott. Ja, das heißt, wir sind jetzt gut gerüstet für das Treffen beim Big Boss. Und dann nehmen wir das jetzt einfach mal in Angriff.
Das sah gerade so aus, als wäre der gegen gerannt. Hier kommen wir ja nur weiter, wenn wir quasi unsere Uniform tragen. Und die tragen wir ja jetzt. Und wir haben heute Abend noch ein heißes Date mit ihr. Molly heißt sie, okay? Wache, Aufzug. Ja, dann gehen wir doch mal rein. Und wie gesagt, ihr werdet gleich verstehen, was ich meine. Bis später. Ja? Sir, hier ist Floyd, Sir. Floyd? Ja, Sir. Sie haben mich zu einem Briefing bestellt. Ach ja, Floyd. Du bist aus der Abteilung für Kornkreise, nicht wahr? Ja, Sir. Du weißt natürlich sofort über uns Bescheid. Sir? Kann ich reinkommen, Sir? Was? Oh ja, natürlich. Komm rein, Bürger, komm rein. Setz dich. Den Big Boss nicht vorgestellt. Danke, Sir. Ich möchte dich etwas fragen, Floyd. Kennst du dich in der Wirtschaft aus? Sir? Sieh dir das mal an. Was ist das? Gewinn, Verlust, Steuern, Gehälter, Einnahmen, Ausgaben. Kurz, es ist das Budget des Ministeriums für galaktische Unsicherheit für die nächsten 30 Orbits. Perfekt ausgewogen. Sir? Wunderschön, nicht? Soll und haben ein perfektes Gleichgewicht. Nun haben wir ein Problem. Du weißt, was das heißt, nicht wahr, Floyd? Unausgewogenheit. Kein Gleichgewicht. Deprimierender Anblick, findest du nicht? Tja, jemand wird dafür bezahlen müssen, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Ach, wer? Tja, ich habe mir die Freiheit genommen, mich mit den verantwortlichen Vollstreckern kurz zu schließen und ja, sie haben mir zwei interessante Dinge erzählt. Zum Beispiel über Farbpartikel auf der havarierten Sonde. Zufällig passt diese Farbe exakt zu der von deinem Schiff. Dies verbunden mit der Tatsache, dass du dein Schiff soeben wegen einer Kollision in die Werkstatt gebracht hast, lässt dich auf unserer Hitliste ganz nach oben rücken, meinst du nicht? Oh nein, Sir, es war ein Unfall. Der Schaden beläuft sich auf 3 Millionen Credits. 3 Millionen Credits? Plus minus ein paar hundert, versteht sie. So viel Geld kann ich niemals aufbringen. Das dachte ich mir. Daher habe ich mich an den Vollstrecker-General gewandt, der gerne ein wenig mit dir plaudern würde. Der Vollstrecker-General? Er wird mich nach Cygnus Alpha schicken. Ja, das denke ich auch, Bürger. Schönen Orbit. Molly? Ja, Sir. Fordere Ersatz für die KK-Abteilung an. Uns ist ein Techniker abhanden gekommen. Ja, Sir. Sonst noch etwas? Nein, das ist alles. Sir, ist die Besprechung mit Bürger Floyd schon vorbei? Ich kenne keinen Bürger mit diesem Namen. Ja, Sir. Ich habe mich wohl geirrt. Ausgewogenheit. Nur darum geht es. Er wacht auf. Jetzt ist er wieder bewusstlos. Gib ihm das Stimulanzmittel. Erledigt. Bin ich
Du bist in der Vollstreckungsabteilung, Bereich Verhör. Wir wollen wissen, was du weißt. Aber ich weiß doch gar nichts. Das wird sich noch herausstellen. Die Kirche von Cygnus Alpha erwartet dich, Bürger. Und wenn wir mit dir fertig sind, bist du ein kleiner Heiliger. Das wollte ich gerade sagen. Kleiner Vollstrecker-Scherz, Bürger. Ich hoffe, du fandest ihn komisch. Oh ja, ja, sehr komisch. Es macht mir den Aufenthalt hier viel kurzweiliger. Schau, Bürger, es gibt ein, zwei Dinge, die du offenbar nicht verstehst. Sieh her, wie viele Finger halte ich hoch? 3. Das ist richtig. Ist er nicht ein kluges Köpfchen? Aber wenn Omnibrain sagt, dass das 4 Finger sind, wie viele halte ich dann hoch? 3. Fahr den Strom hoch. Wie viele? 4! Du hast recht. Und Unrecht. Wie viele Bürger? Denk gut nach. 3, 4, 7, ich weiß es nicht. Willst du uns auf den Arm nehmen, Bürger? Nein, ich weiß es wirklich nicht. Glaubst du das? Nein, kaum. Noch eine Chance, Bürger. Wie viele? Was immer du sagst. Ihr lernt. Fast, Bürger. Nur sind es nicht wir, die das Sagen haben. Omnibrain. Was immer Omnibrain sagt. Gut gemacht, Bürger. Was jetzt? Wir schicken ihn nach Cygnus Alpha. Okay. Du hast den ersten Schritt getan, Bürger. Aber bis zur wahren Erleuchtung ist es noch weit. Du wirst erleuchtet werden, Bürger. Hey, sollen wir das neue Dingsbums probieren? Gute Idee. Das neue Dingsbums? Welches Dingsbums? Keine Sorge. Es tut ein bisschen weh. Bürger, hier spricht der Autopilot. Willkommen an Bord des Flug 17 nach Cygnus Alpha Korrektivanstalt. Unsere Flugzeit wird voraussichtlich 11 Orbits betragen. Die Flugbedingungen sind ausgezeichnet. Liebe Flugbürger, hier spricht der Autopilot. Wir nähern uns nun der Korrektivanlage Cygnus Alpha. Achtung, die Reiseerstarrung wird aufgelöst. Bitte bereitet euch auf Eigendynamik vor. Wieso bist du hier? Verrat und Zerstörung von Konzerneigentum. Ich bin aber unschuldig. Und du? Herumlungern mit verräterischer Intention. Ich habe vor einer Witwenzelle gewartet, obwohl ich meine Orbit-Einheiten schon verbraucht hatte. Das ist hart. Übler Verräter. Übler Verräter. Was sind wir? Ja, also... Mal abgesehen davon, dass das Treffen beim Boss ganz schön hektisch geschnitten Liebe war. Liebe Fluggäste, hier spricht der Autopilot. Wir haben die Anlegeplattform von Cygnus Alpha erreicht. Aber euch bald wieder an Bord der Omni-Air begrüßen zu dürfen und wünschen euch einen angenehmen Aufenthalt. Da sind wir, Bürger. Auf in die geistige Reinheit. Ja,
jetzt aber. Ich kann's kaum erwarten. Hoffentlich haben wir wenigstens gezeigt bekommen, wie wir unsere Schwimmwesten im Notfall anlegen müssen. Korrektivanstalt Cygnus Alpha. Koordinaten. Ja, was war das? So in etwa klang nämlich der Autopilot. Wie so eine Stewardess. And here we are.